Einen wunderschönen guten Morgen, Gott zum Gruße, am Samstag, den 10. April 2021 zu deinem Engel-Tagesorakel und Tagesthema. Schön, dass du eingeschaltet hast, dass du dabei bist. Heute wirst du erfahren, wie auch du es schaffen kannst, neu anzufangen, neu durchzustarten, neu zu beginnen. Ganz, ganz wichtiges Thema. Danach kommt das Tagesorakel. Zum Schluss werden wir wie immer miteinander ins Gebet gehen. Und jetzt kommt zuerst das Intro. Immer wieder stehen wir im Leben an Scheidepunkten. Kennen wir gerne, das kennen wir sehr gut. Dann stehen wir auch immer auf zwei Wegkreuzungen. Wir können links gehen, dann geht der Weg vielleicht genauso weiter, wie er bisher war. Und wir leben in unserem gleichen Trott. Aber gleichzeitig stehen wir vor einer Entscheidung, die rechts herumgehen kann, die uns dann auf einmal auf einen neuen, spannenden, abenteuerlichen Weg führt. Und viele Menschen haben ja Angst vor solchen Entscheidungen und Neubeginnen und so weiter. Aber wir fangen im Leben ja immer wieder neu an, zumindest alle 7 Jahre. Ne? Im 7-Jahr-Zyklus gehen wir wie die Schlange in die Transformation. Wir legen sinnbildlich unsere alte Haut ab. Und nicht nur sinnbildlich, sondern tatsächlich auch anatomisch. Interessanterweise, selbst medizinisch ist es so, dass unsere Zellen sich alle 7 Jahre komplett erneuert haben. Das heißt, du bist in 7 Jahren auch körperlich nicht mehr der gleiche Mensch, der du vor 7 Jahren warst. Auch spannend, ne? Ja, natürlich. Und genauso spannend ist es, wenn du dann mehr Bewusstsein hast, dann erschaffst du und kreierst du auch nicht die gleiche Situation, die du jetzt hast, sondern du kannst wirklich was kreieren, was auch körperlich dann einen Neuanfang darstellt. Genau, körperlich und natürlich generell in deinem Leben. Und dazu ist das, was wir gestern Abend schon gesagt haben, nämlich auf deine Seele zu hören. Jetzt immer auf das gleiche Thema. Ne? Also im Prinzip, es ähnelt sich, wir ergänzen quasi das von gestern. Wenn du es nicht gesehen hast, nochmal angucken, unbedingt. Denn da haben wir gestern schon mal drüber referiert. Aber das ist wichtig. Die Engel sagen nämlich genau, dass es so wichtig ist, auf deine Seele zu hören. Deine Seele wird von dir fordern, dass du alle 7 Jahre eine Veränderung in deinem Leben erschaffst. Die kann manchmal nur so klein sein und manchmal riesengroß. Das ist unterschiedlich. Ne? Also es gibt manchmal ganz große Veränderungen, wo sich alles verändert. Vielleicht wechselst du den Partner, vielleicht wechselst du dein Umfeld, vielleicht ziehst du sogar ganz, ganz weit weg, hunderte Kilometer weit weg, wechselst vielleicht sogar den ganzen Freundeskreis, alles wird neu. Oder aber du kaufst dir nur eine neue Handtasche. Genau, zum Beispiel. Ja, es ist so. Oder du nimmst eine neue Farbe in dein Leben und trägst auf einmal rot statt wie bisher blau oder wie auch immer. Auch das kann natürlich Mut erfordern, logischerweise. Und es gibt nichts Großes und nichts Kleines. Aber es ist wichtig, dass man einfach auf die Seele hört, was die Seele möchte. Und den Mut, den Weg dann auch zu gehen, bekommt man, indem man sich mit seiner Seele und mit Gott und den Engeln verbindet. Genau. Und wenn du mal genau hinschaust, ist es wirklich so mutig? Frag dich mal, ist Veränderung wirklich so mutig oder ist es ein unumgänglicher Prozess? Das ist nämlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es ist viel anstrengender, sich nicht zu verändern. Denn das Einzige, was konstant ist auf dieser ganzen Welt, ist die Veränderung. Genau. Dass wir ständig in Veränderung sind, ständig in Veränderungszyklen sind, so gehen wir ja gerade in die 5. Dimension mit der ganzen Welt. Die ganze Welt ist ja im Moment in einem riesengroßen Veränderungsprozess. Und dazu gehört natürlich auch, dass du die kleinen und großen Schritte jetzt beginnst zu gehen. Eigentlich mit den kleinen Veränderungsprozessen, dass du dir mal eine neue Farbe anschaffst oder eine neue Handtasche anschaffst, das ist im Moment überhaupt nicht spruchreif. Im Moment sind es wirklich die großen Veränderungen, um die es geht. Ne? Vielleicht bist du einem Job nachgegangen, den du schon jahrelang gar nicht liebst und merkst, dein Herz und deine Seele wollen etwas ganz, ganz anderes. Du gehst jeden Tag zur Arbeit, weil du musst, weil du Geld verdienen musst, weil du deine Familie ernähren musst, weil du sagst, muss ja alles irgendwie reinkommen und es muss ja alles irgendwie funktionieren. Und dann, wenn ich genug Geld habe, dann beginne ich vielleicht mit der Veränderung und gehe meiner göttlichen Lebensaufgabe nach und dann versorgt die mich auch. Das macht man es doch, oder? Ist das nicht richtig? Ja, und dann bist du in 20 Jahren immer noch in dem gleichen Trott, weil dann auch immer wieder und wieder was dazwischen kommt, weil dann spielt uns die Angst, das Ego dazwischen und sagt, nee, jetzt noch nicht und jetzt noch nicht und jetzt erst noch das und erst noch jenes, dann geht noch dieses und jenes und was anderes kaputt. Deswegen treffe ich jetzt die Entscheidung, das, was schon längst überfällig ist, das jetzt zu verändern. Genau, denn
Vertrauen funktioniert genau andersrum. Und das Leben funktioniert genau andersrum, wie du vielleicht bisher gedacht hast. Gott muss dir nicht beweisen, dass er dir vertrauen kann. Dass du ihm vertrauen kannst. So rum. Ja, genau. Genau, so rum. Ja. Er dir, das weiß man nicht so genau, aber du ihm immer. Und deine Seele muss dir nicht beweisen, dass du ihr vertrauen kannst. Denn du kannst deiner Seele immer vertrauen. Es wird dir niemand schaden. Also, wenn du deiner göttlichen Lebensaufgabe nachgehst, deiner Berufung in beruflicher Hinsicht nachgehst, dann wird deine Berufung dich auch unweigerlich versorgen. Das ist der große Punkt. Wenn du allerdings sagst, so, ich bin jetzt noch in der Fabrik am Fließband, arbeite 10 Stunden, im übertriebenen Fall, aber bis auch manchmal sogar 12 Stunden, ich höre ja, die Arbeitszeiten werden hier leider gerade immer mehr, und danach mache ich dann vielleicht noch das andere, dann wirst du eines merken, du kommst körperlich nicht in die Kraft und das Geld wird auch in eine Stockung kommen, weil das Universum dann sieht, oh Moment, sie oder er verausgaben sich gerade, da ist so viel Kraft drin, der braucht Ruhe, der braucht Stille, also machen wir einen finanziellen Crash, damit er gezwungen wird, zur Ruhe zu kommen, etc. pp. Wenn du jetzt aber sagst, nee, ich gebe mich jetzt wirklich ganz meiner Lebensaufgabe hin und vertraue Gott und meiner Seele und auch meiner Lebensaufgabe, die ich mir ausgesucht habe, das ist ja wieder Vertrauen in meine Seele, die ich mir ausgesucht habe, dass sie mich versorgt, dann wirst du merken, kommt es in den Fluss. Und dann gehst du in diese Veränderung hinein und es ist tatsächlich ganz leicht. Als ich angefangen habe, spirituell zu arbeiten, ich habe ja meine Ausbildung damals noch gemacht, ich war noch in Ausbildung, habe mein Staatsexamen auch abgeschlossen und direkt nach meiner Ausbildung habe ich entschieden, ich gehe ganz in die spirituelle Arbeit hinein. Wollte aber meine irdische Ausbildung natürlich abschließen, das war mir sehr wichtig und habe dann damals noch nebenbei gearbeitet, aber ich habe gemerkt, meine irdische Ausbildung ist nicht meine Aufgabe in diesem Leben. Meine Aufgabe ist die spirituelle Beratung, spirituelle Unterrichten und so weiter. Und dann habe ich gesagt, nö, weißt du was, es ist jetzt ganz egal, ich kann nicht beides machen, ich kann nicht auf zwei Hochzeiten tanzen, ich schmeiße diesen irdischen Bereich jetzt hin und widme mich ganz der spirituellen Arbeit. Und soll ich dir was sagen? Ich habe es nicht einen Tag in meinem Leben bereut, diese Entscheidung getroffen zu haben. Ja, weil genau das Leben ist für dich. Das Leben schafft dann die Synchronizitäten. Das heißt, die Kunden kommen dann auf dich zu, die Aufträge kommen auf dich zu. Natürlich gehört auch einiges an Bewusstseinsarbeit dazu, dass du da nicht in die Angst gehst, ob das jetzt hoffentlich funktioniert, sondern es geht darum, auch weiterhin im Vertrauen zu dir, zu deiner Seele und zu Gott zu bleiben. Und mit diesem Bewusstsein schaffst du den Weg dann ganz leicht und einfach. Genau, das funktioniert. Und du wirst merken, es klappt immer, weil du auf deine Seele wartest. Und deine Seele wird dich nie enttäuschen. Genau. Geht gar nicht. Und das war, du kannst da nichts falsch machen. Das Einzige, was du falsch machen könntest, wäre aus dem Ego zu handeln. Dann würdest du von deiner Seele wegbleiben. Wenn du dann im alten Trott bleibst, dann hörst du auf dein Ego. Dann wird es alles so weiterlaufen. Wahrscheinlich hast du dann plus minus null auf dem Konto am Ende des Monats. Du kannst dir nichts ansparen oder gehst vielleicht sogar in Schulden und was weiß ich. Aber das alles passiert dir nicht, wenn du auf deine Seele hörst. Also dann im Frieden mit dir bist und dann ist das Leben insgesamt im Einklang. Du musst auch nicht die Reichtümer, das wollen wir auch mal betonen. Viele meinen ja dann, ja, wenn man dann den Weg der Seele geht, muss man auch die Millionen horten. Nein, eben nicht. Genau das ist nicht der Fall, weil das würde dich wieder unglücklich machen. Das würde dich eher runterhauen. Und wenn du diese riesen Vermögen ansammeln würdest. Gott und die Engel sagen immer, wenn wir unserer Lebensaufgabe, unserem Seelenplan folgen, dann bekommen wir genau das, was wir brauchen. Das, was unsere Seele erfüllt, dass wir lange gut und schön davon leben können und uns gut ernährt. Aber wir werden auch nicht die Riesenreichtümer anhäufen, damit sondern so in einer Mitte sind, dass es uns finanziell, materiell und physisch, seelisch wunderbar geht, aber nicht darüber hinaus, damit wir nicht wieder in Unfrieden kommen. Genau, weil die Riesenreichtümer werden wir auch in nächster Zeit überhaupt nicht mehr brauchen, weil wir sowieso eine ganz andere Fülle leben werden. Jesus hat es ja auch schon gesagt, wie soll der Reiche hier ins Himmelreich gelangen? Genau. Ja? Das hängt ja damit zusammen, dass ein Riesenreichtum macht den Menschen nur Angst, es tut uns nicht gut. Wenn wir diese Riesenreichtümer hätten, würde es uns damit auch nicht gut gehen. Das ist eine Tatsache. Genau. Das meinte Jesus ja auch damit. Und jetzt gucken wir mal ins Tagesorakel, was die Energien für den heutigen Tag für dich bereithalten. Jetzt kommen wir gleich zum Tagesorakel. Wie immer vor dem Tagesorakel noch ein paar wichtige Hinweise. Wenn dir dieses Video gefällt, gib uns einen kräftigen Daumen nach oben. Des Weiteren ist es wichtig, dass du Engel TV abonnierst und die Abo-Glocke aktivierst, damit du immer informiert bist, was es Neues aus der Engelwelt gibt und auch, wann deine Themen besprochen werden.
werden. In die Kommentare kannst du uns reinschreiben, was für Themen und Wünsche, Anregungen und Kritikpunkte du an Engel TV hast. Und natürlich, wenn du die Gebete unterstützen möchtest, dreimal Amen 777 in die Kommentarfunktion. So, und jetzt werden wir die Karten mischen. Ich mische die Nomon-Karten der goldenen Zeit, damit du erfährst, was die Engel uns heute durch Gott oder von Gott übermitteln möchten. So, wollen wir mal schauen. Wir haben den Park, wir haben den Schlüssel und wir haben die Wolken. Die Wolken haben wir in letzter Zeit öfter mal, wie wir sehen. Also die Unklarheit und Sorgen sind schon da, ne? Also das müssen wir mal so sagen. Ist generell gerade ein starkes Thema in dieser aktuellen Energie. Aber immer wieder mit der hellen Seite der Wolken, die zu liegen kommt. Und das ist ganz spannend. Das heißt, die Sorgen sind da. Wir sind in einer sehr sorgenvollen Zeit. Aber all die Sorgen, die in dieser Zeit auch da sind, lösen sich auf. Und zwar mit Sicherheit. Der Schlüssel bekräftigt es hier auch nochmal. Und hier geht es um globalpolitische Themen. Hier geht es um große politische Themen. Weil wir haben hier die große Öffentlichkeit mit dem Paar. Liegen. Der Park steht für die Öffentlichkeit, für politische Institutionen, Ämter, Behörden, alles, was damit auch zusammenhängt. Und da heißt es, dass Sorgen, die durch obere Institutionen uns betreffen, werden sich heute beginnen aufzulösen. Aber ich sehe, dass, wie gesagt, das so oft in letzter Zeit vorkommt, momentan auch als die generelle Energie, die Sorgen sind da. Aber wir sollen uns gar nicht so viel Sorgen machen, denn wir können darauf vertrauen, dass es ohnehin irgendwann alles in einer Seifenblase zerplatzt. Das auf jeden Fall. Und auch diese Zusicherung, dass die Sorgen sich auflösen, ist wunderbar, weil das zeigt es, dass es für uns nur eine Herausforderung ist, nur ein Problem, das für uns ist, wo wir uns dran üben können, uns selber zu vertrauen, Gott zu vertrauen und einfach auch in die Transformation zu gehen. Also es ist nicht die große Katastrophe, sondern es sind einfach Übungsfelder. Genau. Und es ist schön, immer wenn die helle Seite der Wolken irgendwie gesagt zu liegen kommt, zeigt uns das, dass die Sorgen zwar da sind, aber sich auflösen dürfen. Das ist großartig. Liebe Verstorbene helfen und unterstützen uns auf diesem Weg. Das heißt, Menschen, die bereits gegangen sind, sind beschützend, umhüllend an deiner Seite, um dir mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Guck mal bei deinen Großeltern nach. Mir kommt nämlich gerade das Thema Großeltern sehr, sehr stark, wo vielleicht Großeltern oder auch Urgroßeltern, je nachdem wie alt du bist, bereits gegangen sind, solltest du mal hinschauen und frage deine Großeltern mal, was sie in der Vergangenheit erlebt haben, was sie in kriegerischen Situationen, in starken Konfliktsituationen in der Vergangenheit erlebt haben. Berate dich mit ihnen, denn sie werden dir auch zeigen, was in der heutigen Zeit sehr wichtig ist. Denn sie können dir auch zeigen, wie man die Probleme damals gelöst hat. Jesus ist auch an deiner Seite. Jesus, der himmlische Heiler. Ganz, ganz klar, Jesus Christus, der Sohn Gottes, hilft und unterstützt uns auf diesem Weg zu einer neuen Welt hinein ins goldene Zeitalter. Und all das hilft uns insgesamt, um unser inneres Gleichgewicht, unseren Frieden wiederherzustellen. Schön. Und damit auch den Frieden in der Welt. Genau, also wirklich eine sehr runde Sache. Die Sorgen, die sich auflösen als Übungsfeld, die Unterstützung von aus der jenseitigen Welt und von Jesus, sodass wir dann im Endeffekt am Ende des Tages wieder vollkommen im Gleichgewicht sind. Das ist wunderschön. Wow, also tolle Tagesenergie heute. Also auch viel ins Gebet gehen, dich an Jesus wenden, dich an Gott wenden. Nutze die göttliche Energie, nutze den Tag heute, um dich mit diesem wundervollen, wunderschönen Wesen zu verbinden. Wir helfen dir jetzt durch unser gemeinsames Gebet. Erzengel Michael schickt dir heute die Karte Prüfe deine Optionen. Das heißt, du hast tolle Möglichkeiten, tolle und großartige Chancen, diese Sorgenenergie aufzulösen, aufzuarbeiten. Du kannst auch anderen helfen dabei. Da, guck mal, was hast du für Möglichkeiten? Wie bist du persönlich gestrickt? Was für Chancen und Möglichkeiten, was für Energien umgeben dich? Was ist in deinem Herzen? Was sind deine Potenziale? Michael möchte dich daran erinnern und dafür wollen wir das erste Gebet sprechen. Lieber Gott und lieber Erzengel Michael, ich danke euch für eure Weisheit und Liebe und dass ihr mir helft, meine verschiedenen Optionen, Möglichkeiten und Chancen zu sehen, zu verstehen und sie richtig und in Liebe anzuwenden. Bitte führt mich in die beste Richtung bezüglich meiner Gesundheit, meines Glücks und meiner Lebensaufgabe. Amen. Wunderschön. Also in Raphael toppt es nochmal und sagt uns einfach, easy, do it. Also, tu's einfach. Auf gut Deutsch. Und dafür wollen wir beten. Lieber Gott, lieber Erzengel Raphael, bitte helft mir, mich zu lösen, zurückzuziehen
und loszulassen, damit Heilung in allen Situationen entstehen kann. Amen. Und jetzt wünschen wir dir was, ne? Einen wunderschönen Tag. Gott segne und beschütze dich. Lass seine Engel über dich wachen und führe dich zu Licht, Liebe, Wahrheit, Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit und zur Erleuchtung. Licht und Liebe, bis heute Abend. Ulrich Hoffmann und Nadja Haufendörfer. Tschüss.